hat es auch ordentlich gepumpert in der UBM vor einigen Wochen, als Karl Bier, Urgestein der Branche, seinen Vorstandssessel geräumt hat und, um genau zu sein, mit Ende dieses Monats räumen wird. Ihm folgt, und das ist das Spannende daran, Thomas Winkler, zuletzt in einer Managementfunktion als Finanzvorstand der Lenzing AG. Mit dieser Positionierung, dass ein an und für sich nicht Immobilienexperte auf die Chefposition, auf den CEO-Job eines Immobilienunternehmens wechselt, ist Thomas Winkler nicht allein. Auch der Chef der größten Immobiliengesellschaft in Österreich, der Immofinanz, ist ein Nicht-Immobilienmensch. Oliver Schumi war nämlich zuletzt CFO bei Meyer-Mellenhof. Die Frage ist, braucht es überhaupt Immobilien-Know-how, um am Vorstandsjob Platz zu nehmen, oder reicht nicht die bloße Managementfähigkeit und das offensichtlich fundiert vorhandene Finanz-Know-how aus, um große Immobilienaktiengesellschaften zu führen? Wir werden es sehen, wie sich die beiden Unternehmen, Immofinanz und UBM, in den nächsten Jahren entwickeln werden. Ihnen, Herr Winkler, wünsche ich aber herzlich willkommen und eigentlich herzlich willkommen zurück. Sie waren ja in Urzeiten einmal schon bei Makulan tätig. Das war Gerhard Rodler, fast live aus dem Millennium Tower.